Bald ist es soweit. Wir dürfen die erste Tür am Adventskalender öffnen. Gleichgültig, ob Sie mit kleinen Schokotäfelchen, Pralinen, Spielzeug, einem Duft oder einem ermutigenden Spruch gefüllt ist. Ein Türchen öffnen und du bist wieder ein bisschen näher dran an Weihnachten. Türen können imposant sein oder klein. Sie sehen herrschaftlich aus oder schlicht, einladend oder abschreckend. Manche sind verlockend. Durch andere geht man vielleicht mit einem mulmigen Gefühl. Vor verschlossenen Türen zu stehen tut weh, matt, müde, vielleicht hungrig, keinen Einlass zu bekommen, nicht dazu zu gehören zu einer Gemeinschaft, das macht traurig und einsam. Enttäuschend auch, wenn sich Türen zwar öffnen, ich aber an der Tür abgefertigt werde und letztendlich keinen Einlass finde. Mit einigen Türen verbinde ich besondere Erlebnisse oder alltägliche Verrichtungen. Andere hätte ich in diesem Jahr gerne häufiger offen erlebt. Jedes Mal, wenn ich eine Schwelle überschreite, wechsle ich die Umgebung. Die Tür ist ein Ort des Übergangs, manchmal mit Spannung verbunden. Was erwartet mich auf der anderen Seite? Werde ich willkommen sein? Wird es mir gut ergehen? Auf wen werde ich treffen? Ein anderer Raum öffnet sich mir und wenn ich eintrete, öffne ich mich selbst für neue Eindrücke, Erfahrungen und Begegnungen. Macht auf die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr, der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Advent ist Perspektivwechsel. Nicht wir stehen vor der Tür und warten auf Einlass, sondern wir sind hinter der Tür und können den einlassen, der zu uns kommen will.
Wenn plötzlich Jesus an deiner Tür klingelte, was würde denn passieren? Wie würdest du reagieren? Das habe ich Konfirmandinnen und Konfirmanden gefragt. Also ich denke, ich würde Jesus erstmal reinholen, wenn er das möchte, und irgendwie gucken, ob ich noch einen Kuchen habe. Ich würde ihn reinbitten und ihn dann fragen, wie das alles früher war. Reinlassen und erstmal ausfragen und dem irgendwas zu trinken geben. So. Weil er so durstig aussieht. Was würdest du machen? Ich wäre erstmal irgendwie verblüfft irgendwie so. Und dann würde ich ihn vielleicht fragen, ob er reinkommen will. Und dann irgendwie, warum er hergekommen ist. Ja, wahrscheinlich ziemlich überfordert oder so. Würde ihn aber auch reinbitten und ihn halt fragen. Aber ja, keine Ahnung, was davon alles stimmt und wirklich so passiert ist, was in der Bibel steht. Ja. Da hätte er sicher viel zu erzählen. Wenn Jesus plötzlich an ihrer Tür klingeln würde, würden Sie ihn hereinbitten? Oder käme Jesus gerade ungelegen, weil Ihre Zeit im Alltag so durchgetaktet ist und Ihnen gerade nicht der Sinn steht nach einem solchen Gast? Aber wenn Sie ihn hereinbitten, was würde dann wohl passieren? Welche Fragen würden Sie ihm stellen? Es gibt ja solche Fragen im Leben, die immer mal wieder aufploppen. Und es gibt Fragen, auf die suche ich schon seit langem eine Antwort. Ich glaube, ich würde ihm erst mal erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, was mir zu schaffen macht in meinem Leben, was ich ungerecht finde in der Welt und was mich auch nervt an dieser Zeit. Und dann würde ich ihn fragen, wie er Advent und Weihnachten, das Fest der Liebe, feiern würde. Die Adventszeit ist in diesem Jahr besonders nah dran an der eigentlichen Bedeutung des Advents als eine stille Zeit, eine Fastenzeit. Eine Konzentrationsübung und Zeit der Besinnung und Zurückhaltung, wenn auch unfreiwillig. So schrecklich es ist, dass in diesem Jahr all die gemeinschaftlichen Aktionen und die Adventsfeiern in den Schulen mit Arbeitskolleginnen und Kollegen und auch in den Vereinen oder die lebendigen Adventskalender der Kirchengemeinden nicht stattfinden können, es liegt ja auch eine Chance darin, den Advent anders zu begehen. Es ist nicht alles verboten. Wir können uns treffen mit Familien und Freunden, wenn auch in geringerer Personenzahl. Aber das macht die Begegnungen dann vielleicht umso intensiver. Und es muss nicht alles auf den Heiligabend und die Weihnachtstage gehäuft werden. Vielleicht schon jetzt anfangen, in kleinen, verdaulichen Portionen die Zeit genießen und miteinander gestalten. Viele Kirchengemeinden haben gute Ideen entwickelt, sind froh, nicht Business as usual machen zu müssen, auch wenn es nicht ganz unanstrengend ist. Das ist ein Lerneffekt aus den vergangenen Monaten. Zum Beispiel kann man auf der Homepage des Kirchenkreises ein Wunderlicht abrufen für jeden Tag vom 1. Advent bis zum 6. Januar. Wunderlicht. Sich gegenseitig einen Lichtblick schenken und Neues entdecken. Das ist die Kraft, die der Advents- und Weihnachtszeit entspringt. Wem oder was öffne ich meine Herzenstür? Was liegt mir wirklich am Herzen? Was lasse ich in mein Leben ein? Was gibt mir Erfüllung und macht Sinn? Ist da auch Raum für kritische Anfragen, für Veränderungen, für Ungeplantes? Und ist da auch Raum, in Stille mir selbst zu begegnen und Gott? Ich entzünde eine Kerze für alle Menschen, die vor verschlossenen Türen stehen, die in Not geraten sind, in Angst und Sorge leben,
dass sich ihnen Türen öffnen und sie Hilfe finden. Ich entzünde eine Kerze für alle Menschen, die anderen Türen öffnen, die ein offenes Ohr, ein weites Herz und helfende Hände haben, dass sie Kraft finden für ihren Dienst. Und ich entzünde eine Kerze für sie zu Hause und all die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, dass sie in dieser Adventszeit Räume finden für Begegnungen und Stille und diese Räume miteinander gestalten. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und durch dich Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent und eine gesegnete Adventszeit.